rechnen. Könnten Sie mal bitte? Toll. Okay. Muss ich leider jetzt erstmal machen. In der Hoffnung, dass ich aus der Szene rauskomme. Ja. Das muss ich leider so einmal machen. So, ihr seht aber auch zu hier. Den Red hinter mich bringen. Nein, das ist, glaube ich, der erste. Das geht doch schief. Okay. Wir sind in Gruppe A. Also immer dahin, wo auch die Orangen langlaufen. Aber das ist nur ein Tank drin. Ach nee, ist ja sowieso nur ein Tank, glaube ich. Ja. Ich verhungere hier noch. Wir haben nichts mehr sehen hier.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hier funktioniert. Was auch immer da oben wieder vorgeht. Was machst du denn da oben? Ich, die wieder Angst hat, dass ich als Letzte irgendwo rumlungert. Ich hoffe einfach mal, dass das hier richtig ist. Ich habe keine Ahnung, was das hier zu tun hat. Ich würde sagen, hätte ich ein bisschen sinnvoll. Naja, nicht alles wartet. Thanatos.
bin immer noch Fan von den großen Raids. Ist einfach nicht mein. Alter, was wurde hier alle? Da. Ich hoffe, wir haben es bald. Na gut, machen wir es erstmal. Wenn es falsch ist, merken wir es dann, ne? Aus. Ja, das lief, glaube ich, ja weniger nach Plan. Okay, jetzt kann ich es später essen. Ach komm. Ich, die dann trotzdem wieder als letztes ist. Oh, ich war doch nicht die letzte.
Ach ja. Das Witzige ist, ich habe die jetzt vorher gar nicht gesehen. Ich möchte dieses Ding einfach nur noch hinter mich haben. Wie Glück habe ich denn dafür wieder für heute? Wenn wir den hier durch haben. Guck mal, ich hatte Range mehr. Soft. Ja, gut. Dann kann das ein bisschen dauern, bis ich da bin. Das ist dann hoffentlich schon klar. Hallo, Mira. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja! Was machst du denn da fein? Das ist das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt. Das absolut Schlimmste. Ich will sehen, ja. Das ist einfach nur grauenvoll. Ich habe es sogar mal geschafft. Ich war noch pünktlich.
Diesmal werde ich sterben. Yep. Diesmal werde ich sterben. Na komm. Ich belebe mich hier nicht wieder. Nicht die letzte, die hier noch rumlungert. Und weg da. Los, weg da. Nie wieder. So, hallo Konrad. Einfach auf die andere Seite. Hallo Pony. Also diese bedrückte Stimmung macht mich irgendwie fertig. Ah, okay. Gut, ich könnte mich jetzt dahin teleportieren, ne? Ach so, warte. Nee. Möchte. Wobei, so komme ich mir ja genauso langsam vor. Ich will schneller rein. Das ist zu viel. Das ist genauso, als wäre mich wie der Drache. Am Boden. Art, als er nicht fliegen kann. Nein! Lauf mich. Für dich. Nein! Lass mich einfach in Ruhe. Mein Arthur und ich wollen nicht. Herzlich wenig.
ich immer offen. Ich muss unbedingt zusehen, dass ich diese Windäderquellen nicht zusammenkriege. Haben wir davon hier schon welche, die wir machen können? Das ist genau das, was da ist. Muss ich mir gleich mal angucken, wie das geht. Tschüsschen. Hätte es. Liebe Freunde, lasst mich noch einmal von ganzem Herzen für die vielen Leben danken, die ihr gerettet habt. Alamigo steht tief in der Schuld der Eoseischen Allianz und des Bundes der Morgenröte. Konrad, wir sind in Freundschaft vereint. Eorzea steht an Alamigos Seite. Alfino hat recht. Wir haben nur getan, was wir für jeden anderen Eoseischen Staat auch getan hätten. Wir haben schwere Verluste hingenommen. Ich fürchte, die Befreiungsarmee ist am Ende. Wir haben Mefrit verloren und viele andere Anführer. Ohne fähige Kommandanten können wir keinen organisierten Widerstand führen. Kommandant Konrad. Das ist noch nicht alles. Was mir am meisten die Hoffnung raubt, ist, wer uns überfallen hat. Du meinst die Wolfschädel? Ja, oder Crania Lupi, wie die Galear sie offiziell nennen. Eine Sondereinheit aus jungen Migiten, die unter der Herrschaft der Galear aufgewachsen sind und nichts anderes als die Besatzung kennen. Die meisten sind Kinder aus einflussreichen migischen Familien. Sie wurden in den galäischen Schulen indoktriniert und dazu erzogen, gute Bürger des Kaiserreichs zu sein, mit allen Rechten und Pflichten. Sie sind Verräter, unsere Feinde. Aber wie können wir gegen unser eigen Fleisch und Blut kämpfen? Für welches Alamigo kämpfen wir überhaupt? So ein Unsinn! Nago! Wir können doch jetzt nicht zweifeln! Wir kämpfen für die Freiheit der Migiten! Aller Migiten! Und für die Freiheit unserer Nachbarn! Und für unsere gefallenen Kameraden! Ich stimme Nago zu. Ihr habt bisher schon große Opfer erbracht. Die sollen nicht umsonst gewesen sein. Mit dem Angriff hat Xenos noch einmal seine Stärke demonstriert. Wer bringt denn jetzt noch den Mut auf, gegen ihn zu kämpfen? Seine Stärke war wirklich unheimlich. Und er soll einmal den Kaiserthron besteigen? Ja. Er steht in der galäischen Thronfolge an erster Stelle. Bevor er zum Generalkonsul von Alamigo ernannt wurde, hat er sich als Feldherr einen Namen gemacht. In der Provinz Doma auf Otat schlug er den Aufstand gegen die galäische Herrschaft mit großer Härte nieder. Seine Präsenz in den besetzten Gebieten verschafft ihm einen ungeheuren Einfluss.
Abgesehen vom Kaiser selbst verfügt niemand im galäischen Kaiserreich über mehr Macht als Zenos. Was glaubst du, wie wir gegen einen so mächtigen Gegner vorgehen sollen? Ach, du grüne Neune. Ja. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was er denkt. Weiterkämpfen? Eventuell. Du willst es hier in Alamigo mit Zenos aufnehmen? Ihm stärken zwei Provinzen den Rücken. Ich halte es für ratsamer, seine Kräfte zu teilen und zuerst Doma zu befreien. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können, während ihr an einer anderen Front kämpft. Alamigo ist schwach. Konrad, dies ist der Augenblick der Wahrheit. Der Bund wird die Aufmerksamkeit von Zenos nach Osten lenken. Das kann den Megiden die nötige Zeit verschaffen, ihre Kräfte zu sammeln. Ich werde auch nach Osten gehen. Wir können von den Dumanern bestimmt etwas über den Kampf gegen die Galear lernen. Freunde vom Bund der Morgenröte, ihr müsst den Megiden etwas Zeit verschaffen. Noch ist nichts verloren. Wenn ihr uns eine letzte Chance schenkt, will ich sie nicht ungenutzt lassen. Wir liegen am Boden, aber wir werden wieder aufstehen. Alamigo wird sich erheben. Mir wäre es eigentlich wichtiger, dass ich in irgendeinem Bereich die fliegen kann. Ach, na gut. Dann halt nicht. Vielleicht schaffen wir heute noch schließlich 64. Mal gucken. Bald Pläne machen. Ich hoffe nur, dass Istola wieder auf die Beine kommt. Ansonsten mache ich nicht mehr weiter. Oh nö, nicht nach links. Komm schon. Wo muss ich leiden? So, deins nehmen wir hier aber einmal ganz kurz an. Weil wegen Windätherquelle und so. Machen wir einmal schnell. Das Ding mit den Windätheriten. Windätherquellen. Dann haben wir das auch schon mal. Kleiner Fortschritt. Ja. Das ist schon gut. Ja. Wir sind im Sternblatt. Mittlerweile. Und ich habe auch schon meine ersten Vögel. Dank einigen netten Menschen. Ich kann nur noch nicht fliegen hier.
Deswegen hops Brettvogel hier leider nur. Mein Vogel ist des Fliegens nicht mächtig. Gleich da sein und ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder die ganzen Bären hinter uns her. Der nicht. Der wird bestimmt hinterherkommen. Ja. Ah, okay. Oh. Na gut, machen wir euch einfach kurz fertig. Ist ja nicht so schwierig. Tschüss. Lauf du nur. Und jetzt gib uns unsere Vendetta-Quelle, ja? Sei bitte einmal so lieb. Hey, was auch immer du jetzt wieder für einen Auftrag hast.